Cent gegeben für die zweite Phase des Fluges. Also es ist bereits jetzt diese erste Phase des Landeanflugs durch. Es geht jetzt in den Gleitflug über. Es ist soeben gesagt worden, wir fliegen jetzt in den Flughafen Tempelhof ein und werden in wenigen Minuten landen. Praktisch vergleichbar mit dem Luftverkehr. Sie sind also nur noch wenige hundert Meter über der Mondoberfläche. 35.000 Fuß Höhe, das sind etwa 11 Kilometer noch. Das ist noch zu hoch für den eigentlichen Lander, für das Abfangen eigentlich. Da arbeitet bereits das Landeradar, arbeitet alle Einrichtungen arbeiten. Ich möchte dabei noch sagen, dieser ganze Landeanflug wird automatisch durchgeführt. Er wird von den Kontrollgeräten ausgeführt, aber die Astronauten haben jederzeit die Gelegenheit, die automatischen Geräte auszuschalten, zur Handsteuerung zu greifen und dann mit Handsteuerung zu landen. Im Übrigen werden sie die letzten 30 Meter des Sinkfluges unbedingt mit der Hand durchführen. Laufend werden jetzt zu dieser Sekunde die Zahlenwerte des Anflugsradars durchgegeben. Auch der Abstieg vollzieht sich völlig planmäßig. Ja, können wir jetzt weltweit Englisch gelegentlich drin haben, damit unsere Hörer Zeuge des Originalberichts der Stimme Amerika werden, noch den wir Minuten bekommen. Bis zum Touchdown, bis zum Aufsetzen. 6 Minuten also noch bis zum Aufsetzen. Masculine G descending going to 27,000 feet. 27.000 Fuß Höhe, das sind also rund 9 Kilometer. Roger, copy. Die Höhe vermindert sich jetzt sehr schnell im Zusehen auf den Fernsehbildschirmen, sofern Sie Ihr Fernsehen angeschaltet haben, werden Sie ebenfalls die schnelle Zahlenfolge der Sinkgeschwindigkeiten sehen. Das Raumschiff ist also jetzt nicht mehr in der flachen Bremsphase, ist bereits in der Sinkflugphase. Es ist im Landeanflug auf den Landepunkt Nummer 2 auf der Mondoberfläche. Die Stimme der Astronauten klingt ruhig und sicher. Der etwas verrauschte Funkverkehr wird durch die Antenne von Goldstone besser. Wir wollen also annehmen, dass wir bis zum Schluss, bis zum entscheidenden Augenblick keine Störungen im Funkverkehr haben. Eben 3 Minuten noch bis zum Touchdown. Neil Armstrong und Buzz Aldrin fliegen die Landefähre wie ein Flugzeug, wie ein Düsenflugzeug in den Mond hinein zu diesem einmaligen Landefeld, das es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat. Also ein Augenblick von wirklich dramatischer Größe. Nur noch 400 Meter pro Sekunde Vorwärtsgeschwindigkeit also. Und Höhe unter 10.000 Metern, Höhe jetzt vielleicht 8.000 oder 7.000 Meter nur noch. Sie kommen sehr schnell runter, haben jetzt die Phase, die man das High Gate, das hohe Tor nennt. Das bedeutet, sie stehen kurz vor dem Erreichen der endgültigen Einflugphase. Ja, nur noch etwa 4 Minuten bis zur Landung. Nein, 2 höchstens noch. Sie haben eben gesagt, 3 Minuten bis zur Landung. Sie sind nur noch 1000 Meter über der Oberfläche des Mondes in diesem Augenblick. Das bedeutet, dass Sie sehr bald Geschwindigkeit 0 haben, sehr bald den reinen Sinkflug beginnen werden. Das Landegebiet ist bereits sichtbar, Sie sehen den Landepunkt bereits, Sie können ihn sehen, denn Sie sind bereits aufgerichtet. Noch immer in der High Gate Phase, das heißt also die endgültige Landephase ist noch nicht, Abstiegsphase noch nicht erreicht. Im Augenblick liegt das Raumschiff noch etwa 80 Grad, 60 Grad gegen die normale geneigt, sind also noch nicht völlig aufgerichtet. Everything looking good, also alles sieht großartig aus, alle Systeme arbeiten völlig einwandfrei. Das Raumschiff, wie gesagt, führt diesen Landeanflug wie im Bilderbuch aus. Höhe ist gut, alles genau vorgeschrieben. Letzte Phase ist auch eben freigegeben worden, go for landing. Go for landing, also das sind jetzt die, aus der Augenblick, auf den die ganze Menschheit wartet, auf den die ganze Welt hört zu.
Wir haben Gyen für die Landephase für das Aufsetzen. Fantastischer Funkverkehr übrigens, hervorragende Kommunikation. Jetzt sind sie im Low Gate, das heißt, sie sind höchstens noch 300-400 Meter über der Mondoberfläche, beginnen mit dem steilen Sinkflug, dem Absinken, fahrstuhlartig, helikopterartig. Sieht ausgezeichnet aus, 1400 Fuß Höhe. Das sind 300 Meter über Mond, 35 Grad aufgerichtet. They can now see the landing. 700 Fuß, also 200 Meter über der Mondoberfläche, die drei, die beiden Astronauten, Armstrong, Aldrin. 150 Meter über der Mondoberfläche. Raumschiff steht schon fast senkrecht. Die Landefühler sind ausgestreckt. Es werden jetzt erst 3-4 Landefühler den Mondboden berühren und den Astronauten das Signal geben, eine Lampe aufleuchten lassen, die heißt Mondkontakt. Mondkontakt würde dann heißen Kontakt der Landefühler. Meter über der Mondoberfläche. Noch eine Minute bis zum Aufsetzen. Das Raumschiff sinkt ja sehr langsam mit einer Sinkgeschwindigkeit von nur einem Kilometer pro Sekunde. Das ist viel langsamer, als ein Fallschirm sich niedersenkt. Die Kommandos kommen ganz klar und exakt. Noch 20 Meter über der Mondoberfläche. Bereit zum Aufsetzen. 5,5 Meter. 5,5 down. Jede Sekunde muss die Berührung erfolgen. Sehr, sehr langsam gehen Sie runter. 30 Meter. Bisschen wieder ein Stückchen. Ja. It's looking good down a half. It's about 25 meters from the surface. 25 Meter über der Oberfläche. Ja. Man führt anscheinend keine Seitwärtsbewegung aus. Die Astronauten können ja inspizieren, wie der Mondboden aussieht, sie können eventuell nach links, nach rechts ausschwenken. Geh vorwärts, mach es. 30 die Welt hält den Atem an. Okay, Engine stop. Engine stop. Motoren gestoppt. Das Landelicht ist aufgeleuchtet. Touchdown. Touchdown, sagt die Mission Control eben. Sie sind auf dem Mond gelandet. Der Beifall braucht auch. Sie sind gelandet. Das Touchdown aus Mission Control kam ganz kurz und knapp. Es kam nicht jubeln. Es war eine ganz kurze, knappe, sachliche Bestätigung. Die Astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin sind auf dem Mond gelandet. Sie haben aufgesetzt. Die Motoren haben gestoppt. There's an important 3 minutes now of systems to be aligned. Das Landetriebwerk hat gestoppt. Das bedeutet, da wir inzwischen schon über eine Minute beinahe vorübergehen sahen, bedeutet es, dass offenbar die Astronauten mit der Landeposition ihres Raumschiffs zufrieden sind. Was Arlin sagte, eine sehr, sehr weiche Landung war es. Roger, Eagle, and you are safe for T1. Over. Eagle, you are safe for T1.
Sie sind gelandet, das erste Wechselgespräch zwischen Mission Control und den Astronauten in Houston, den Astronauten auf dem Monde, ist geführt worden. Der große Augenblick der Menschheitsgeschichte, jetzt ist er da, er ist bereits vorüber. Wir alle haben es erlebt, die Astronauten der amerikanischen Apollo 11 Mannschaft haben das vollbracht, was der erste Teil ihres Zieles gewesen ist, der erste Teil ihres Flugzieles. Neil Armstrong, Buzz Aldrin sind auf dem Mond gelandet und werden jetzt auf dem Monde für wahrscheinlich, wenn alles so klappt, wie man es sich denkt, für 22 Stunden bleiben, während ihr Astronautenkollege... Das Go for Stay ist auch bereits in der Zwischenzeit erfolgt. Ja, Sie haben also inzwischen bereits sogar das Go für das Verbleiben auf der Mondoberfläche erhalten. Mission Control hat also sämtliche Signale, die aus dem Raumschiff herüberkommen, in bester Ordnung erhalten. Alles ist also so fantastisch glatt gegangen wie im Traum überhaupt. Mike Collins, wie gesagt, fliegt, während die beiden Astronauten nun daran gehen, die Instrumentierung des Raumschiffs zu checken, fliegt er um den Mond herum in der Äquatorbahn. Er hat in dieser Zeit nicht sehr viel zu tun. Seine Aufgabe ist die eines Beobachters, eines Wächters. Er wird sie, wenn er sie überfliegt, sehen können, wahrscheinlich nicht mit bloßem Auge, dazu ist er zu hoch, aber im Fernglas wird er sie beobachten können und im Übrigen im ständigen Funkkontakt mit ihnen stehen. Also, die beiden Astronauten, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, befinden sich auf dem Mond. Die ersten Menschen, die jemals die Erde verließen, um ein anderes Gestirn zu betreten, befinden sich auf dem Boden dieses anderen Gestirns, unseres Nachbarsatelliten des Mondes. Dieser Anflug und diese Landung vollzog sich da atemberaubend nüchtern, wie der gesamte Flug fast mit der Präzision einer Maschine. Ist ja dieses Fahrzeug aufgesetzt. Ja. Anscheinend hat es aber auch nicht die geringste Schwierigkeit bei der Landung. Hallo Houston, liebe Hörer, ich glaube, dass wir jetzt unsere Verbindung mit Houston endlich bekommen haben. Hallo Houston, hier ist Rias. Hallo Herr Eifler. Ja, hier ist Eifler. Herr Mayer, wir haben ja nun leider diesen großen Augenblick hier verpasst, da unsere Leitung nicht richtig geschaltet war. Sie hören uns jetzt aber. Ja, wir hören Sie gut. Sie sind bereits auf dem Sender. Bitte berichten Sie, was Sie zu berichten haben. Hier gab es einen Riesenbeifall in dem Augenblick, als die Mondfähre aufsetzte. Und wir können jetzt nachträglich eigentlich nur noch sagen, es war ein Hallo. Hallo. In diesem Augenblick scheint die Verbindung wieder unterbrochen zu sein. Das heißt, wir übernehmen wieder hier unser Hausteam und fahren in unserer Berichterstattung fort. Hallo. 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 Wir fahren also in unserer Berichterstattung fort. Die Verbindung ist, wie gesagt, leider zusammengebrochen. Die Astronauten gehen also jetzt daran, die Checkliste durchzuprüfen. Das heißt, sie müssen sich erstmal orientieren. Nur und gute Nacht. Hallo Houston. Hallo Houston. Es hat keinen Zweck. Wir machen weiter. Hallo, Herr Mayer. Hallo, Houston. Ja, ich bin hier. Hallo, Herr Eifler. Herr Mayer, Sie hören mich wieder. Wir hören Sie wieder, wir haben Sie wieder. Sie gingen für einen Augenblick vor. Bitte weiter auf den Sender. Wir sind in der Sendung. Ja, ich kann Sie sehr schwer hören, muss ich sagen. Erzählen Sie weiter, wir sind sofort auf dem Sender. Herr Mayer? Ja. Sie hören mich? Wir hören Sie, Sie sind auf dem Sender. Wir sind in der Sendung. Ich verstehe, ich bin sogar wieder. Berichten Sie bitte weiter. Sehr gut hören. Aber lassen Sie mich hier schnell sagen,
dass jetzt die Telefongesellschaft, die diese Schaltung vorgenommen hat, sehr zufrieden ist. Ich muss sagen, ich bin es nicht. Wir haben ja leider diesen großen Augenblick verpasst und wir müssen jetzt ein bisschen nachfragen. Ich glaube, Sie haben ja schon reformiert über diesen großen Augenblick. Ich erwähnte schon, hier war ein großer Beifall in diesem Kontrollraum und in dem Pressezentrum, als der Augenblick erreicht war, an dem die ersten Menschen auf dem Mond landeten. Und wir sollten jetzt einmal erst von Ruprecht Kurzkopf hören, wie er es hier beobachtet hat, von Houston aus, dieses Ereignis. Ja, meine Damen und Herren, 14 Minuten vor 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit tauchten zuerst das Raumschiff und wenig später auch die Kapsel wieder hinter dem Mond auf. Die Funkverbindung zur Erde war hergestellt und nun begann die entscheidende Phase dieses Landungsmanövers. Es war ja vorauszusehen, dass das Mondfahrzeug in eine Ellipse gehen musste, um an die entscheidende Stelle des Mondes heranzukommen, von der aus dann die Zündung und der eigentliche direkte Abstieg erfolgen sollte. Um 5 Minuten vor 21 Uhr MEZ war das Mondfahrzeug noch 23 Kilometer hoch. Um 21 Uhr und 30 Sekunden dann gab es das Go für das CDI. Das heißt für die Zündung zum steilen Abstieg auf die Mondoberfläche mit eigener Raketenkraft. Um 21 Uhr 5 pünktlich wurden diese Raketen des Mondbootes gezündet. Die Strecke, die das Mondboot nur noch zurückzulegen hatte auf der Mondoberfläche, war etwa 468 Kilometer lang. Sie führte über den Krater Mescaline hin zu dieser vorgesehenen Landungsstelle. Die Zeit betrug 11 Minuten und 54 Sekunden nach Plan und diese Zeit wurde auch ganz genau eingehalten. Dabei verringerte das Mondfahrzeug seine Höhe von etwa 15 Kilometer zum Zeitpunkt der Zündung auf etwa 150 Meter Höhe, wo der Kommandant die Handsteuerung, die handgesteuerte Manöverkontrolle übernahm, um die letzten Strecken, die letzten Schritte zur Landung auszuführen. Wir haben es hier auf den Fernsehschirmen sehr gut in Form einer Simulation, einer grafischen oder Trickfilmdarstellung verfolgen können. Es gibt ja im Augenblick keine Fernsehberichte, aber was die amerikanischen Fernsehgesellschaften hier gezeigt haben, das war schon außerordentlich eindrucksvoll und eine gute Darstellung. Hallo? Es herrscht jetzt hier im Kontrollzentrum ziemlich viel Aufregung. Ja, im Augenblick haben wir noch keine neue Benachrichtigung von der Mission Control. Sie schweigt und wir hören auch keinen Sprechverkehr. Denn wir wollten Ihnen an sich die ersten Worte vom Monde übermitteln, aber das ist so nicht gelungen und es ist auch jetzt im Augenblick nur außer einem starken Prasseln nichts weiter zu hören. Jetzt kommt die Stimme aus Mission Control, aus dem Kontrollzentrum. Vielleicht sollten wir sie Ihnen dann geben. Einschalten darf, sind also zwischen auf einem verhältnismäßig glatten Boden gelandet, zwischen einigen Kraterfeldern, die Sie jetzt bereits inspizieren können durch die Fenster Ihres Raumschiffes. Nun, wir können dazu sagen, dass der kleine Krater, den Sie jetzt gesehen haben, dass wir in diesem Krater gerecht und mit der Ungewohnheit, dass wir den Krieg in diesem Krieg eingetragen haben. Eigentlich von vorne auf wird dort gesagt, in diesem gleißenden Licht, in dem das Mondfahrzeug auf der Mondfläche steht, mit den tiefen schwarzen Schlagschatten und selbst jeder Kiesel, jeder Krümel wirft ja dort schon einen Bleistift langen Schatten in die Brücke.
and we'll talk to you later, over. Am höchsten ist ja diese außerordentlich gute Qualität der Gespräche. Also wenn wir eine so gute Qualität haben, um Berlin zu erreichen, dann sind wir sehr zufrieden. Diese Entfernung zu überbrücken ist offenbar viel leichter, diese Entfernung zum Mond. Jedenfalls sind ja die Stimmen völlig klar zu erkennen und zu verfolgen. Wir wollen Sie ruhig noch einmal hineinhören lassen in diese Gespräche. Im Augenblick ist allerdings keine Sprechverbindung. Ich gehe sofort wieder rüber zur Sprechverbindung. Im Raumschiff wird nach wie vor in einer Höhe von ungefähr 108 Kilometern programmgemäß den Mond umkreist. Und Armstrong oder Aldrin, das habe ich eben nicht mitbekommen. Einer von den beiden Astronauten, die im Mondfahrzeug auf dem Mondboden stehen, sagte, dass sie zunächst einmal erst diesen Eindruck selber erleben wollten und dass sie sich über Einzelheiten später mit dem Kontrollzentrum unterhalten wollten. Ja, einen Augenblick schweigen wir, weil wir auf neue Gespräche warten. Wir können vielleicht inzwischen, Herr Altmann, wir können vielleicht hier inzwischen von Berlin ein bisschen ergänzende Pause ausfüllen und können sagen, dass offenbar jetzt in dem Raumschiff, während wir nichts hören, die Astronauten doch sehr beschäftigt sein werden, die ganzen Systeme zu überprüfen. Denn das Merkwürdige, worüber wir auch bisher noch gar nicht gehört haben, ist ja, dass eventuell, dass das Raumschiff offenbar überhaupt keinen größeren Staubwirbel aufgeworfen hat, sodass also die Befürchtung, die man eigentlich hatte, dass vielleicht durch hochgewirbelte Gesteinsbrocken Beschädigungen eintreten könnten, offenbar abwegig ist. Es scheint also, als ob die Landung wirklich so glatt verlaufen ist, dass tatsächlich das Raumschiff so unversehrt dort auf dem Mondboden in dieser fremden Umgebung steht, in der zum ersten Mal Menschen sich befinden, wie es aus der Werkstatt gekommen ist. Nun, die Schilderung der Landschaft zeigt uns, dass wir auf einem Gelände oder dass die Astronauten sich auf einem Gelände finden, das relativ eben ist. Die Steigung des Geländes wird auf etwa 4,5 Grad geschätzt, also praktisch zu ebener Erde, und gegenwärtig simuliert man gerade einen Countdown zum Mutterschiff, zu Mike Collins, ein Countdown, der ja im Plan vorgesehen ist. Sie haben ja vorhin das Stay für 2 Stunden für einen Umlauf von Mike Collins auf der Mondoberfläche bekommen. Wenn jetzt etwas schiefgegangen wäre, hätten Sie sich innerhalb der ersten 3 Minuten sofort wieder vom Mondboden lösen können und hätten noch in der gleichen Umlaufbahn ein Rendezvous mit dem oben fliegenden Kommandoraumschiff durchführen können. Nun, Sie haben das Stay, das auf dem Mond bleiben, nicht für die ganzen 22 Stunden, die eigentlich geplant sind, sondern erst einmal für die ersten 2 Stunden, also wie Sie eben sagten, Herr Zimmer, für die ersten beiden Umrundungen erhalten. Hallo Houston, wenn Sie inzwischen Neues haben, bitten wir Sie, sich zu melden. Sie müssen entschuldigen, wenn ich dann vielleicht nicht gleich richtig darauf reagiere, weil ich Sie in meinen Kopfhörern doch nur verhältnismäßig undeutlich hinter dem Hintergrundgeräusch empfange. Hallo, ja, Berlin. Wir haben hier keine Neuigkeit bis jetzt. Im Augenblick schweigen auf der Leitung zur Bodenkontrollstation. Wir hören Sie jetzt im Kopfhörer ganz gut. Dass wir also verfolgen konnten, was sie eben gesagt hat. Sehr schön, dann sollen wir ein bisschen fortfahren. Ja, also die Situation... Jedenfalls wurde vom Houston Kontrollzentrum gesagt, dass alle Systeme im Mondlandefahrzeug auf dem Boden ausgezeichnet laufen. Und das ist eine sehr beruhigende und eine sehr erfreuliche und beglückende Nachricht. Das Raumschiff mit Collins an Bord wird in etwa 25 Minuten wieder auf der erdabgewandten Seite des Mondes sein, wird erneut der Verlust des Signals eintreten bis zum Wiederauftauchen auf der anderen Seite. Ich glaube, Mike Collins oben in seinem Raumschiff wird jetzt, wenn er es könnte, Freudensprünge machen, dass seinen beiden Kollegen das gelungen ist, was er wahrscheinlich selber auch sehr gern gemacht hätte, dass aber eben der Teil der Mission, zu der er ja auch so wesentlich beigetragen hat, nun so glänzend erfüllt ist.
Die Astronauten werden also diese ersten zwei Stunden zweifellos mit dem Kontrollieren der Inneneinrichtung des Raumschiffes vollbringen, mit dem Verstauen eventuell der Dinge, die sie beim Landeanflug jetzt gebraucht haben, nicht mehr brauchen. Und sie werden die ganze Gegend ganz systematisch erkunden. Ich bin überzeugt, dass einer von Ihnen jetzt schon die Fernsehkamera durch die Dreiecksfenster der Landefähre auf die Mondlandschaft gerichtet hat, um für alle Welt dokumentarisch festzulegen, egal wie früh oder wie spät der Mondflug enden mag, dokumentarisch festzulegen, welche Landschaft, was Sie dort oben bisher gesehen haben. Herr Eitner, ist etwas bekannt, ob das Raumschiff kurz vor der Landung auch ein Seitwärtsmanöver ausgeführt hat, ob man sich einige Sekunden seitwärts über den Mond bewegt hat, um einen idealen Aufsetzplatz zu finden? Es scheint, dass die Frage nicht recht angekommen ist. Also, wir hatten aber jedenfalls hier den Eindruck, dass eine solche Seitwärtsneuorientierung gar nicht notwendig war. Und auch das ist ja ein so fantastischer Beweis für die ungeheure Sorgfalt und die Gewissenhaftigkeit, die die amerikanische Raumfahrt dem Menschenleben gegenüber bewiesen hat. Denn der Apollo 10-Flug hat ja diesen Flug vorgezeichnet, die Bahn dieses Fluges, und sollte ja das Material mitbringen, das Fotomaterial, das es gestattet, die nächste Mannschaft so sicher in das Landefeld hineinzuführen, dass wirklich die geringste Gefahr besteht, die irgendwie nur denkbar ist, oder anders ausgedrückt, dass alle Fehlerquellen, an die man irgend denken können, alle Risiken, die irgendwie in Menschenermessen liegen könnten, ausgeschaltet werden. Das scheint hervorragend gelungen zu sein, sonst würde das Raumschiff nicht so fantastisch genau auf dieser Wurfbahn der Landestelle zugeflogen sein. Ich habe vor mir hier eine Detailzeichnung der Karte des Landegebietes, die aus Lunar Orbiter Aufnahmen entworfen sind. Armstrong und Aldrin haben ja einen ganzen Satz von Karten mit sich, die das Gelände in den verschiedensten Maßstäben zeigen. Die beste Karte entspricht etwa dem Format von Berlin in der Tasche, sodass es Ihnen nicht schwer gefallen ist, den kleinen Krater, an dem Sie gelandet sind, zu identifizieren. Ich möchte meinen, dass diese Hilfsmittel, die man Ihnen mitgegeben hat, von solcher hervorragenden Genauigkeit sind, dass Ihnen eine Orientierung in keinem Falle schwerfallen wird. Das große Problem, das sich jetzt erhebt, ist natürlich, wie und wann werden die Astronauten den Mondspaziergang beginnen? Wann werden sie das Raumschiff verlassen? Es hört ja das Gerücht, war ja das Gerücht aufgekommen, dass sie erst vor der ursprünglich angesetzten Zeit um 7 Uhr morgens bereits tun wollten, aber darüber ist bis jetzt keine weitere Entscheidung gefallen. Sie soll fallen, nachdem das Schiff gelandet ist. Es wird also, die Astronauten sind also nun, werden also wahrscheinlich diese Kraterlandschaft, von der wir eben hörten, wir sagten ja schon, die Aufsetzfläche scheint verhältnismäßig glatt und eben zu sein. Über die Beschaffenheit des Bodens ist übrigens noch nicht gesagt worden. Es wird also, die Astronauten sind also nun, werden also wahrscheinlich diese Kraterlandschaft, von der wir eben hörten, wir sagten ja schon, die Aufsetzfläche scheint verhältnismäßig glatt und eben zu sein. Über die Beschaffenheit des Bodens ist übrigens noch nicht gesagt worden. Der Surveyor hatte ja gezeigt, dass der Mondboden, der normale sandige Mondboden, offenbar aus einer Art festgebackenen Lehmes oder Tons, wie weicher, nasser Ton oder Lehm besteht. Offenbar scheint der Boden hier auch verhältnismäßig fest zu sein. Jedenfalls ist kein Staub aufgewirbelt worden, aber die Astronauten haben darüber noch nichts verlauten lassen. Fest steht nur, das Raumschiff steht wirklich fest gegründet auf dem Monde.
Nun, die Astronauten sind im Augenblick sehr intensiv mit ihrer Checkliste beschäftigt. Man kopiert, wie man es hier so schön sagt, man überträgt eine Zahlenkolonne von der Erde zum Mond und zurück, als wenn man also tatsächlich eben eine ganz alltägliche Operation vorgenommen hat. Und trotzdem kommt von Zeit zu Zeit eine kleine Beschreibung der Landschaft im Meer der Ruhe. Man sieht einzelne Steine, man sieht kleine Krater. Soweit man aber hören kann, ist bisher noch nichts von irgendwelchen Staubaufwirbelungen oder von einem Einsinken des Mondbootes in eine Staubschicht zu vermelden. Ja, und das ist wunderbar, dass das Raumschiff wirklich so feststeht, so wie es die Erkundungen der automatischen Sonden ja vorausgesagt haben. Die bisherige Monderkundung durch die amerikanischen Forschungsgeräte hat also hier eine Bestätigung bekommen, wie man sie sich glänzender gar nicht vorstellen könnte. Es ist alles ganz genauso eingetroffen, wie die Geräte, wie die Pläne es vorzeichneten. Im Übrigen, wenn die Astronauten dann irgendwann, sei es zur vorgeschriebenen Zeit, um 7 Uhr, sei es früher, die Landefähre verlassen, dann werden sie aber mit Sicherheit keine große Explosion in dieser Kraterlandschaft machen. Die größte Entfernung, bis zu der sie sich vom Raumschiff aus bewegen können, wird etwa 30 Meter betragen, nicht viel mehr. Und innerhalb dieses Zirkels von... Hallo, Herr Eifler, Herr Kurzrock? Ja, hallo, Herr Mayer. Ja? Wir melden uns jetzt wieder hier aus Houston. Und wir können nur sagen, dass auch wir die Beschreibungen gehört haben von der Mondlandschaft, dass wir sehr erstaunt waren, dass es keinerlei Staubwolke gegeben hat, wie man das doch häufig angenommen hat. Und dass die Beschreibung also eigentlich genau dem entspricht, was man hier auf der Erde simuliert hat in einigen Landschaften Amerikas. Und wir versuchen nun also den Gesprächen hier weiter zu folgen. Zunächst werden natürlich Daten übermittelt. Ruprecht Kurzrock. Ja, wir haben also pünktlich um 21:50 mitteleuropäischer Zeit die im Flugplan vorgeschriebenen Prüfungen der automatischen Steuerungsanlage des Mondlandefahrzeuges begonnen. Und Aldrin, der Pilot des Mondbootes, hat dort eine ganze Reihe, ich übersehe hier gerade ungefähr 12 Aufgaben zu erfüllen. Der Commander des Mondfahrzeuges, Neil Armstrong, inzwischen macht eine Reihe von fotografischen Aufnahmen der Umgebung und prüft zugleich optisch die Verhältnisse der unmittelbaren Umgebung am Raumfahrzeug. Er fotografiert die Oberfläche und er hat ja seinen Helm auf und seine Handschuhe schon an. Muss also mit dieser vergleichsweise behindernden Armatur mit den optischen Geräten fertig werden, was nicht sehr einfach sein dürfte. Man fragt sich bei dieser Gelegenheit immer wieder, wie verarbeiten diese Menschen eigentlich den ungeheuren emotionalen Eindruck, dort mit ihrem Fahrzeug auf den Mond zu stehen, denn sie haben ja eine Unzahl von wissenschaftlichen und technologischen Aufgaben zu erfüllen. Eben kam eine Bemerkung von Armstrong über die unglaublichen Unterschiede zwischen Schwarz und Weiß. Diese Mondatmosphäre, die keine ist, dieses Vakuum lässt Licht und Schatten so hart aneinander grenzen, dass es zum Teil für das menschliche Auge zunächst wohl unmöglich ist, sich überhaupt zu orientieren. Die Blendung auf der einen Seite und auf der anderen Seite die tief schwarze Dunkelheit im Schatten führen dazu, dass man zum Beispiel plastische Dinge nicht richtig erkennen kann. Ungefähr das wollte Armstrong offenbar ausdrücken. Und vielleicht sollte man noch hinzufügen, dass jetzt in diesen entscheidenden Minuten die Mannschaft sicherlich auch darüber nachdenken muss, ob sie nun eigentlich früher aussteigen will, wie das hier öfter angedeutet wurde und wie es hier von der NASA nicht nahegelegt wurde, aber doch mindestens erlaubt werden würde, wenn sie es selber wünscht, wenn sie sich selber in dem Zustand befindet, wenn sie sich so wohlfühlt und so neugierig ist, um ihren Mondspaziergang vorzuverlegen. Wir wissen darüber noch nichts Endgültiges, noch heute, vor wenigen Stunden wurde erklärt, dass man nicht sagen könnte, wie diese Entscheidung aussehen wird.
Die Entscheidung liegt also offenbar vorwiegend bei den Astronauten. Eines ist sicher, wenn sie aussteigen, dann werden sie trotzdem, wann immer sie es tun, nur für 2 Stunden 40 Minuten unterwegs sein. Sie werden genau das ausführen, was in ihrem Plan steht. Länger als diese 2 Stunden 40 Minuten können sie sich draußen ja nicht bewegen, weil sie ja an ihrem Mondanzug gebunden sind, an ihr System, aus dem sie leben, aus dem sie den Sauerstoff beziehen. Und sie müssen also in diesen 2 Stunden 40 Minuten das, was sie hier auf der Erde so geübt haben, hintereinander abwickeln, Minute für Minute. Es ähnelt das Ganze beinahe einer großartigen Theaterinszenierung, wo jeder Gang, jeder Schritt festgelegt ist, jeder Handgriff. Und hier wieder Ruprecht Kurzbock. Genau das ist ein sehr guter Vergleich, nur mit einem einzigen Unterschied. In einer Theateraufführung bestimmt der Regisseur den Ablauf des Spiels. Und es liegt dann an den Schauspielern, genau das zu tun, was die Inszenierung des Schiffs wollte. Bei diesem Abenteuer aber, so unglaublich es klingt, bei dieser Landung der Menschen auf dem Mond, hat der Kommandant des Raumfahrzeuges ein gewichtiges Wort mitzureden. Und es war gerade McDivitt, der Astronaut McDivitt, der gestern in einer Unterhaltung darauf hinwies, wie viel Verantwortung auch bei dem Astronauten, bei dem Kommandanten des Raumfahrzeuges und des Unternehmens liege. Es ist also keinesfalls so, dass diese 2 Männer und Collins im Raumschiff über ihnen kreisen, alle die Marionetten an den Fäden von Houston hängen, sondern dies ist eine Teamarbeit zwischen der Leitung in Houston und den Männern in den Geräten, die dort der Wahrheit in diesen Augenblicken ins Auge sehen. Ja, vielleicht sollten wir jetzt wieder einen Augenblick zurückgeben nach Berlin zu Harro Zimmer und Hans-Gerhard Mayer.